3 Sekunden sind um. Ich bin wirklich um. Also, ich bin fertig. Workbench, go away. Go Nobody away. Likes you. Nobody likes you. Come on. Go away. Go away. Go away. Geht nicht kaputt, helf mir mal. Nein. Hilfe. Tobi, du hast das Ganze verbockt. Du darfst es wieder gut machen. Du, ich will die Metalltür nicht haben. Vielleicht möchte ich die Metalltür dich auch nicht haben, Tobias. Hast du schon mal daran gedacht? So, jetzt steck mich einfach in die Ecke hier. Tobi, mach die Metalltür kaputt. Die Workbench bitte kaputt. Ja, nice. Hast du gelootet? Ja. So. Ja, selber eine her. Hey! Ihr habt schon eine neue Workbench platziert. Aber knapp. Ich brauch mehr Low-Quality Metal. Muss ich auch Low-Quality Metal herstellen? Kannst du das mal machen? Ja. Hier vorne, ich occupy mal was kurz hier. Siehst du, was ich occupy? Okkupiere? Nein. Doch, jetzt. Sehr gut, dann nimm da einfach die Metal-Fragmente raus und dann craft einfach mal. Hier ist sowieso Metal-Fragmente? Sind Metal-Fragmente auch noch im Ofen übrigens? Die kannst du auch noch rausnehmen. Mein kleiner Freund und Kupferstecher. Kupferstecher? Okay. Low-Quality Metal. Ich stelle einfach so viel her, wie wir kann, oder? Ja, oder Tobi, wir machen das so. Mach einfach Low-Quality Metal. Okay, ich mach. Oder warte, Tobi, wir machen das so. Du erstellst jetzt noch eine zweite Metalltür. Ja. Und wir stellen die ineinander, sodass, wenn jemand auf die fantastische Idee kommt, bei uns einzubrechen, muss er zuerst eine sprengen und dann die andere sprengen. Denn? Dann müssen wir beide im Anwesen sein, um ins Haus zu kommen. Und wir haben eine Sicherheit, dass Leute zwei Türen sprengen müssen, anstatt eine Tür. Ja, sag du. Mir ist wurscht. Ehrlich gesagt. Also der einzige Grund, warum ich jetzt so dringend im Metall-Dingen haben möchte, ist eigentlich nur, weil man durch das Metall nicht durchgucken kann. Dann können wir da sozusagen ein sicheres Lagerhaus rausbauen, weißt du? Ja, das ist halt so. Willst du die zweite Metalltür einfach hier draußen hin? Also hier vor der anderen? Wo willst du jetzt eigentlich? Warte mal, du hast ja jetzt noch eine Metalltür, oder nicht? Ich hab jetzt eine Metalltür genommen, nur eine einzige. Okay, wo soll die hin? Überhaupt? Die soll... Ja, jetzt in unser neues Metallhaus rein. Wo ist das neue Metallhaus? Ja, ist mein Inventar gerade. Ist noch nicht aufgebaut. Bau doch erstmal auf. Also Inventar, also Dings. Ja, ich muss das ja planen, weißt du, deswegen frage ich ja nur. Aber gut, komm, wir können rausgehen. Hast du eine Fackel dabei, mein Freund? Nein. Schnapp dir eine Fackel. Wo haben wir denn hier welche? Ich glaube, ich hab die alle bei Dings gelassen. Bei Han Solo. Hier ist eine Fackel. Wenn du reinkommst, direkt rechts in der Kiste. Alles klar. Okay, ich hab die Fackel. Okay. So, wollen wir raus? Ja. Ja! Ich hab mal mit meinen rhetorischen Fragen. Let's go! Und jetzt werden wir erschossen. Das ist extrem hilarious. Wo bauen wir unser Haus hin? Irgendwo hier oder irgendwo anders? Bist du? Ey, ohne Scheiß. Du warst in mir drinne. Bisschen weiter unten oder so? Ach, guck mal hier. Ah, ne, hier oben ist eigentlich Ich bin das hier ganz gut immer noch. Ja, dann. Ja. Wie war's dann? Einfach hier so hinbauen? Auch hin die Butze. Einfach hier? Hier so? Ja. Hier so. Und ich guck grad mal so, wie es hübsch am hübschesten ist. So. Hier ist hübsch. Ha! Guck mal. Alles klar. Herbe häuslich hier, ja. Ey, warte mal, jetzt sind hier zwei Server, what the fuck? Ja, Tobi, jetzt ist die Kacke am Dampfen, wa? Ja, jetzt ist, Scheiße. Die heißen beide, die haben denselben Namen. Ja, Tobi, jetzt ist die Kacke am Dampfen, mein Freund. Ja, ist es auch. Jetzt sieh mal wieder zu, dass du auf deinen Server gekommen, auf unseren Server gekommst. Oh, einen eigenen. Gleichnamigen Server. Tobi, genau, ich brauche hier irgendjemanden, der die Fackel hält und du bist einfach am Pennen. Ich komm. Wurde dich hart. Ich finde das, die Animation einfach hilarious. Ich auch. Ich fand es ja auch lustig, Tobi. Ich hab noch eine Spaß. Die ist großartig. Nein, machst du nicht. Du ärgerst mich mit Absicht. Null
fiese Type bist. Fiese Type! Fiese Type! My name is PewDiePie! LOL! Die Metalldinger, die machen bei mir so viel Ärger. Echt? Machen die Ärger? Ja. FPS machen die und so. Musik zu laut an und so? Nein. Wieso, was dann? Ich schmeiß hier Müll vom Balkon. Ja, die Mettler. Hahaha. Los! Mach auf die Tür, ich will raus hier aus der Lagzone. Wie bitte? Ich will raus aus der Lagzone. Hallo, psch, ich höre nur so ein Rauschen. Hilfe! Hilfe! Ich hab dich jetzt ernsthaft gehört, wow. Hilfe! Ja, okay, ich komme ja schon. Mach die Fackel an. Ist an! What the fuck, das Haus brennt! Tobi, es brennt! Hi. Da ist die Sonne. Komm rein, komm rein. Nein, warte, ich möchte ernsthaft was hier drin craften. So. Au! Tobi, ich blute. Ist kein Problem. Alles gut aus. Ach du Scheiße. Tobi, hier, du kannst schon mal das Ding hier platzieren. Ja. Ah. Warte mal, wie mache ich das jetzt? Ich kann das auch wieder platzieren für den Fall, dass du dir unsicher bist, wie man damit am besten umgeht. Voll Tür so? Siehst du, das meinte ich mit, für den Fall, dass du dir unsicher bist, wie man das am besten platziert. So. Das ist wunderschön, Tobias. Ich weiß. Das hast du sehr gut gemacht, Tobias. Wie eine Henne. Und wie so eine Glucke. Papa, papa. Papa, papa. Oh, guck mal, ist jetzt alles drin am Tobi, ey. Oh, guck mal hier, Locality Metal. Oh. Mm, ja, oh ja, wundervoll. Oh. Ah, ah. Das Boot. Oh. Hackel ist auf jeden Fall. Ja, weiß auch nicht. Hm? Gab's gerade denn wirklich Glitches bei dir oder hast du das einfach nur so gesagt? Nein, nein, keine Glitches, aber die. Wenn ich hier in der Metallhütte bin oder in der Nähe vom Metall, anscheinend sagt mein Rechner dann nein. Computer sagt nein. Ey, weißt du auch nicht, warum das hier gerade so viel FPS zieht? Das Metallgebilde hier. Echt, das zieht viel FPS. Also meiner Meinung, also meine FPS sind stabil schlecht hier. Kann ich anders sagen. Echt? Ja. Also meine sind jetzt außerordentlich schlecht. Okay. So. Also guck mal in die Kiste rein. Du darfst da gerne, du bist eingeladen, Tobias, noch mehr quasi da reinzulegen. Ja. Soll ich schon mal beide Türen aufmachen? Ja. Warte, ich kann leider nur. Ja, wobei ich mit beide aufgehe. Ich kann leider nur gehen, weil ich gerade so zwei oder. Ne, wie viel brauche ich? 13 von den großen Kisten. Und diese okay. 13 großen Kisten brauchen 260 Sekunden zum Craften, deswegen. Bin ich jetzt ein bisschen gechillter unterwegs. Bitte. Geh, dann lege ich hier schon mal ganz viel Kram rein. Mal ordentlich den Quark aber auch nicht, weil. Mach mich später. Nee, auch so, weil ich. Angst, dass es wieder einen Server-Crash gibt hier. Ach Quark. Oder so. Und dann habe ich da alles wieder geordnet und dann ist wieder alles weg. Oh, Alter. Grandiose FPS. Das ist das Metall aus. Wirklich. Krass. Hm. Hier müssen wir alles umlagern, ne? Mhm. Kommt da ganz Zeug auf einmal her? Ach so, von den Typen, die hier drin gehost haben. Kurze Zeit. Stimmt. Uku Pete bei Moonlight. Wie, ja, wie so vom Moment davor standest, dann so, tut sich nix. Na, gehen wir weiter. Ja. Ich weiß nicht, wir waren jetzt einmal kurz unterwegs und haben schon wieder so viel Zeug, ey. Mhm. Ach, guck mal, unser Haus sieht jetzt. Weißt du, wir arbeiten uns hoch. Erst so ein Holzblock, dann so ein, widerliches Gebilde und jetzt plötzlich so ein Metallblock. Ich weiß nicht, ich finde, das ist wunderschön, wie wir uns entwickeln. Das jetzt, das Ding, das sieht aus wie eine tiroanische Drogenhütte. Meinst du, wie so ein Meth-Labor quasi? Nee, tiroanische Drogenhütte. Wie sieht denn eine tiroanische Drogenhütte aus? Ganz genau so, Daniel. Tobi, okay, nächste Frage. Tobi, woher weißt du, wie eine tiroanische Drogenhütte aussieht? Weil ich mir das so vorstelle. Meine Fantasie spielt sich das so ab. Okay. Alter, das Haus ist nicht so gut platziert, weil wir müssen eins der. Ja.
Ich weiß auch nicht, ob man das so von der anderen Seite sieht oder so. Vermutlich sieht man das von der anderen Seite. Das ist auf jeden Fall jetzt hier spezial. Nee, speziell, Tobias, speziell. Ja, spezial, Alter. Du bist auch so einer. Anglizismen zerfressen. Buh. Pro Amerika, Mann. Speziell. Boah, wie lange diese scheiß Crafting-Kacke dauert, ne? Egal, wir kriegen sowieso nie alle Kisten voll, weil wir vorher immer sterben und geradet werden. Cool. Bin jetzt noch nicht aufgestorben, muss ich sagen. Außer durch mein eigenes, durch Eigenverschulden. Ist doch gut, dass du nicht so aufgestorben bist, ansonsten hättest du schon wieder alles hingeschmissen. Ich hab keinen Bock mehr! Oh fuck. Oh fuck. Ich hab die kleinen Wood Storages gebaut, anstatt die großen. Oh Gott, Daniel. Ja? Ernst? Ja, bitte? Im Ernst. Hast du zufällig also Holz dabei? Hast du zufällig auch noch Holz dabei? Wie war das nochmal? Hört sich an wie ein neugieriger Hund. Hast du Holz für mich? Wie hat sich ein neugieriger Hund denn bitte an? Ja. Hast du ja wieder selbst übertroffen, muss ich zugeben. Wie du gerade. Hast du zufällig auch noch Holz dabei? Noch einmal nett. Ich bin noch einmal nett zu dir, ne? Stoffhose? Nehme ich ja lieber mit. What the fuck? Ja. Wer geht in-game? Nee, hast du dich da schon bis abgehauen? Nee. Nur kurz die Kopfhörer abgenommen. Hä? In-game war jetzt, glaube ich, nichts. Warum? Was hast du denn gemeint gehört zu haben? Nee, das ist tatsächlich da. Einer macht laut Musik draußen auf der Straße. Wie, aber so eine Hippie-Musik, so fröhliche, so, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, so. Reicht euch die Hände. Ja, lieber Hippie-Musik als irgendein Typ, der mit so einem Sonne. Master of Hardcore Gangster Honda Civic plötzlich bei dir vorbeifährt. Ganz normal. Ja, anbietet. Ja, bei mir, nö. Nee, echt nicht? Ja, stimmt, du kommst ja quasi aus einer guten Umgebung, ne? Man muss sich so vorstellen, weißt du, hier sind dann so Leute, die fahren mit so einem Honda rum und da ist dann so ein Aufkleber hinten drauf und da steht dann so MOH drauf. Und dann so Masters of Honda oder so. Oder andere lächerliche Sachen. Masters of Hyundai. Ja, oder sowas, genau. There are endless possibilities of stupidity. Ja. Bist du draußen und rennst hier so vorm Haus rum? Weiß nicht. Ich schieß auf dich, wenn du nicht bist. Wir haben übrigens schon alles leergeräumt, ne? Wow, Tobi, Alter. Ja. So much. War fleißig gerade. Ja. Du musst mich suchen, Daniel. Okay. Ich muss aber an der Workbench hier stehen, weil die großen Dinger ohne Workbench benötigen. Nur ganz kurz gucken. Oh, warte, nee, die sind ja schon abgebrochen, die großen Dinger, weil ich Idiot. So, dann gucken wir doch mal, wo Tobias ist. Echt noch nicht gesehen? Natürlich! Du bist Versteck, oder? Das ist das beste Versteck, was ich jemals gesehen habe, Tobias. Guck mal, kannst du auch von Pfeiler zu Pfeiler springen? Also, ich kann's nicht und ich weiß, dass du es auch nicht kannst. Natürlich, bin ich ja gerade, guck. Nur guck! Echt? Sollen wir nochmal zu den anderen, zu den großen Pfeilern gehen, Tobias? Oh, ziemlich gut, Tobias, wirklich. Ja. Das war jetzt der Vorführeffekt. Nein, das war kein Vorführeffekt, Tobias. Doch, das voll, warst du. Weißt ja, guck mal. Nee, pass auf, hier. Guck mal, jetzt. So, guck mal auf den jetzt. Auf den jetzt? Mhm. Oh ja, Tobias, das ist wirklich gut. Weißt du, ich gehe einfach kurz in das Haus hier, mach die Tür zu und werde mal kurz die Workbench platzieren, weil ich das Gefühl habe, dass das sowieso noch ein bisschen länger bei dir da draußen dauert. Aber tob dich ruhig aus, Tobias. Das ist ein Tobias, nicht toben! Aua. Oh, hast du weh getan? Soll ich pusten? Bein gebrochen. Tut's weh? Hm? Sieht gar nicht so schlimm aus. Stell dich nicht so an. Da sind irgendwelche dunkle Mächte am Werk. Meinst du? Ist so. Ist so, Junge. Ist so. Hier, ich hab's geschafft. Guck. Mhm. Guck. Das hast du wirklich gut gemacht, Tobias. Ich hab alles gesehen. Guck doch mal. Ja, Tobias, das hast du wirklich gut gemacht. Mach die Tür zu. Nur wenige Leute können so gut toben wie du. Tobias, hör auf, gegen die Tür zu schießen. Das war ich nicht. Hier, guck. Ja, hast du gut gemacht, Tobias. Das sieht fantastisch aus. Das schafft nicht jeder. Guck, wie gut ich die Kisten hier drin platziert hab. Sieht aus wie
Grumpels Höhle hier. Hi. Hi. So, bevor du jetzt wieder vollkommen die Lust verlierst an dem Spiel, Tobias, hast du einen Schlafsack? Nein. Ah! Wusste ich's doch. Wir müssen erstmal das Sleepy Patch reinmachen. Wieso kommt da so ein Haar? Als ob du das. Ob du. Ja. Den ganzen Tag als ob du den ganzen Tag an nichts anderes gedacht hattest. Nee, ich wollte einfach nur so ein bisschen Dramatik hier reinbringen, weil wir die ganze Zeit hier sind craften und du versuchst, Trickjumps zu machen. Waren keine Trickjumps, das waren unmögliche Jumps. Unmöglich. Du meinst, kann ich einen Schlafsack aus Metall haben? Weil, also sonst einfach nur so Bleche hier hinlegen, dann kann ich mich so. Genau, so ein bisschen Zeitungspapier drüber ausbreiten. Nee, komm, Alter, das ist echt scheiße. So Zeitungspapier, komm mir vor wie ein Tier. Oh, Tobias, jetzt hast du auf jeden Fall ein deepes Thema angerissen. Warum? Ich Katzen und Hunde, die noch nicht stubenrein sind, die bekommen auch Zeitungen drunter gelegt. Das war nicht ich. Hast du gehört? Da draußen ist jemand. Jetzt ernsthaft, Tobi. Ich mach keinen Spaß. Hast gerade einen Schritt gehört. Bin ich hier. Geh mal weiter auf den Kissen rum. Sind wieder rumgelaufen bis gerade. Mach ich. Jetzt hattest du das Geräusch gemacht, als du auf den Boden gekommen bist. Jetzt auch? Guck mal. Ja. Ist es gerade auch passiert? Ich bin die ganze Zeit auch ab und zu mal hier im Stehen rumgelatscht auf den Kissen. Ne, ich weiß nicht, ob ich... Vielleicht habe ich mich verhört, vielleicht... Ach, Hello? Oh, Alter. Hello? Das ist ein ganz komisches Geräusch übrigens. Bist du sicher? Ja, mach auf. Ich will gerade ein Sleeping Bag craften. Wollen wir das nicht zuerst machen? Mach ein Sleeping Bag zuerst, ja. Ist da draußen jemand? Ich weiß es nicht, ich sehe ja nichts. Also, die Metalldinger sind ja hier. Ne? Ja, wo habe ich denn jetzt? Hast du es wieder gehört? Ohne Schütze. Also ich hätte wieder schwören können. Bleib mal bitte stehen, okay? Mach mal keine Bewegung kurz. Währenddessen ich hier nochmal den Stoff suche, den ich irgendwo hier reingelegt habe. Und dann spitz mal deine Ohren und mach mal den Game-Sound ganz laut. So, ich craft jetzt. Tobi, hör auf damit. Ich weiß, dass du das bist. Das war ich nicht. Tobi, ich habe genau gehört, dass du das bist. Ich kenne mittlerweile... Oh Gott! Ah! Tobi! Was denn? Dann guck mich nochmal genauso an, wie du gerade warst. Ah! Tobi, dein Auge, das sieht nicht gut aus. Was ist denn jetzt? Du wirst nicht wissen, was ich gerade sehe. Oder probier du das mal aus. Hast du eine M4? Tobi, hör auf damit. Was? Wag nicht, ich rede Tobi? Eine M4 habe ich, ja? Hör auf! Hab ich in der Hand. Ich hab eine M4 in der Hand. Tobi, jetzt hast du im Teamspeak dich nicht gemutet, als du das Geräusch gemacht hast. Ich hab die M4 gewählt. Ach, Tobi, sei ruhig. Egal, guck mal, folgendermaßen. Hast du. Nimm mal eine M4, hast du? Ja. Tobi! Du hast V gedrückt gelassen, dass du ein Ja gesagt hast. Und jetzt zoom mal auf mein Auge ran, mal gucken, ob was passiert. Mach das mal. Ja. Funktioniert das? Siehst du irgendwas? Nee, passiert nichts. Siehst du nichts? Nee. Ja, es sieht so ein bisschen aus, als ob du Bindehautentzündung hast, aber mehr nicht. Okay, hier. Nimm ein Sleeping Bag. Tobi, jetzt hör auf damit! Was denn? Bindert echt nicht. Platziere dein Sleeping Bag. Ich möchte gerne, dass du mit deinem Kopf an meinem Fußende schläfst. Okay, ich platziere jetzt mein Sleeping Bag. Tobi, ich habe genau gehört, dass du das... Assi, Alter. Ich sehe das gemütlich bis im Teamspeak. Warum musst du das so machen? Wieso? Hast du gesagt? Du hast gesagt, du möchtest das. Geh raus, Tobi. Raus. Wollen wir noch in Raiden gehen oder wollen wir pennen gehen, Tobi? Was möchtest du jetzt gerne machen? So fragst. Ach, da ist natürlich kein Bock mehr auf Rust, ich weiß. Alter. So finde ich das gut. Ja. Dass meine Beine auch immer auf deinem Kopf sind. Tobi, guck mal. Hä? Liegst du mit deinem Kopf am Fußende bei dir? Ja, es ist gemütlich da. Don't judge me. Bam! So, ja. Rust ist zu Ende, meine Freunde. Für dieses Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ey, jetzt können wir streamen, Tobi. Jetzt können wir streamen. Rust. Okay. Was streamen wir jetzt? Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye.